Herzlich willkommen zur Videoreihe Flächenmaße von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich heiße Simone und werde dich in diesen Videos begleiten. Zuerst möchte ich einen Überblick über das geben, was dich erwartet. In dieser Videoreihe lernst du, welche Flächenmaße es in Österreich gibt, was ein Flächenmaß überhaupt ist, wie man von einem Flächenmaß in ein anderes umrechnet, wie man einfache Rechenaufgaben mit unterschiedlichen Flächenmaßen löst. Und zum Schluss erzähle ich dir auch noch, welche Flächenmaße es außerhalb von Österreich noch so gibt. In diesem Video lernst du gängige Flächenmaße kennen und was ein Flächenmaß überhaupt ist. Dann lass uns anfangen. Du erinnerst dich vielleicht noch aus deiner Zeit in der Volksschule an ein paar Flächenmaße. Welche Flächenmaße fallen dir denn ein? Sage sie dir laut vor oder schreibe sie auf ein Blatt Papier nieder. Du kannst das Video jetzt pausieren, um dir ein Blatt Papier und einen Stift zu holen. Dann lass uns jetzt gemeinsam vergleichen. Also, wir haben den Quadratmeter, den Quadratdezimeter, den Quadratmillimeter, den Quadratzentimeter und den Quadratkilometer. Fällt dir etwas auf? Richtig! Uns fehlen noch Ar und Hektar. Jetzt haben wir alle Flächenmaße vor uns, aber sie sind ein bisschen durcheinander. Versuche sie vom kleinsten bis zum größten Flächenmaß zu ordnen. Du kannst es dir wieder laut vorsagen oder auf einem Zettel, den du vorher geholt hast, notieren. Bist du fertig? Dann zeige ich dir nun die richtige Reihenfolge. Hattest du alles richtig? Sehr gut, dann schreiben wir jetzt auch noch das richtige Symbol, entweder größer oder kleiner als, zwischen die Flächenmaße. Hier siehst du das Ganze mit den jeweiligen Abkürzungen. Also von links nach rechts gelesen, 1 Quadratmillimeter kleiner als 1 Quadratzentimeter, kleiner als 1 Quadratdezimeter, kleiner als 1 Quadratmeter, kleiner als 1 Ar, kleiner als 1 Hektar, kleiner als 1 Quadratkilometer. Aber was ist ein Flächenmaß überhaupt? Ein Flächenmaß ist dazu da, um den Inhalt einer Fläche anzugeben. Damit du dir jetzt auch noch etwas unter einer Fläche vorstellen kannst, zeige ich dir ein paar Beispiele. Oft wollen wir die Größen von unseren Zimmern oder Wohnungen vergleichen. Dabei nennen wir die Größe von der Fläche des Bodens. Zum Beispiel hat die Wohnung in diesem Grundriss eine Fläche von 53 Quadratmeter. Überlege, welches Zimmer größer ist. Dein Zimmer? Das Zimmer deines besten Freundes? Wer von euch hat deiner Meinung nach mehr Quadratmeter? Bauern besitzen oft große, weite Felder. Bei Feldern gibt man die Fläche oft in Hektar an. Nach Statistik Austria besitzt ein Landwirtschaftsbetrieb im Durchschnitt ca. 45 Hektar Land. Hast du schon einmal von der Sendung Galileo gehört? Dort beschreiben sie oft große Gelände, indem sie sagen, wie viele Fußballfelder hineinpassen. Ein Fußballfeld kann bis zu 10.800 Quadratmeter groß sein. Was für Mathematik sehr praktisch ist, sind karierte Hefte. Hast du auch ein kariertes Heft? Bei einem karierten Heft oder auch einem karierten Blatt sind vier so angeordnete Kästchen, wie im Bild markiert, zusammen genau 1 Quadratzentimeter groß. Das kann einem beim Zeichnen oder Konstruieren sehr helfen. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du Flächenmaße umrechnen kannst und wir rechnen gemeinsam ein paar Beispiele aus. Danke, dass du bei diesem Video dabei warst. Bis dann!